Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Sims 3. Wir sind wieder im Zwei-Personen-Haushalt und ja, wir schauen mal, was uns der heutige Tag so alles bringt. Ich klicke mal kurz hier drauf. Aha, Engelfisch kann ich schon angeln da drin. Und aha, einen wunderbaren Fisch der Gattung Engelhai fangen wir da. Naja, das wird aber vor der Arbeit nichts werden, weil wir haben nämlich Montag und ja. Mal gucken im Inventar. Er will gärtnern. Das wird ihm nicht vergönnt sein heute. Aha, das ist Katzenfisch, okay. Dann würde ich sagen, wir angeln nach der Arbeit. Warum ist denn er so früh schon wach? Nö. Aber du könntest was anderes. Ja doch. Überredet. Chatten. Mit irgendjemandem. Ich glaube, das war ein Stockwerk höher, das Geräusch, oder? Ja. Also ganz ehrlich, ich werde in absehbarer Zeit zusehen, dass da einerseits eine zweite Glatze hinkommt. Ja. Wahrscheinlich hier so an die Wand. Und dass dann dass ich hier mit ihm dann entsprechend die Angelfertigkeit einerseits besser ausbaue oder weiter ausbaue. Vielleicht auch komplettiere, das wäre super. Und andererseits eben auch, dass 24.000, nicht mal mehr. Na gut. Das wäre doch mal was. Wenn sie das haben würde, dann 7.500. Erzeugnisse abliefern. Aha. Okay. Aber noch nicht jetzt. Das wird sie dann nach der Arbeit machen. Auf jeden Fall bin ich froh, dass das jetzt soweit klappt. Weil. Nee. Okay, hungrig ist er nicht. Er ist aber hungrig. Und deswegen wird er ein Müsli essen. Sozial ist ja wieder recht gut. Naja, halbwegs. Junge! Würdest du einfach... wieso sind die traurig? Das ist dir jetzt so wichtiger als Arbeit, als was zu essen, oder was? Na, du bist mir ein Vollpfosten, ey. Vergiss es, Junge. Jetzt sowieso gleich arbeiten. Na gut. Ja, da haben wir schon. Kommt in der Spur, Leute! Du auch, Junge! Und bufftet, ey! Und wenn bufft, dann bufft das richtig. So, mit Kollegen unterhalten und bei ihm ebenfalls, würde ich sagen. Fragt er immer so? Von wegen, Junge. Diesen da machst du. So, wie sieht's hier aus? Aha, okay. Gut, dann spulen wir mal entsprechend vor. Bum, 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 bum. So, wenn sie fertig ist, dann wird sie dorthin gehen. Nein, das macht sie nicht. Das wird sie machen. Wenn es soweit ist.
Gipfeltreffen. Du sollst an einer Tagung teilnehmen. Begib dich zum Veranstaltungsort Wohl Cool Corporate Towers und halte ein Seminar über deine Forschungsarbeit ab. Das ist deine große Chance, deinen weiteren Aufstieg zu beschleunigen und deine Beliebtheit bei den Kollegen zu erhöhen. Es werden jede Menge Zuhörer kommen, also lass dir was Interessantes einfallen. Ja, warum nicht? So. Na, komm schon. So, prächtig. Gut. Was war denn das gerade für ein Geräusch? Klang irgendwie nach Skype, aber ich bin nicht ganz sicher. Junge, ist das eine Kutsche, ey. Na gut, ist egal. Nee, nicht sie, sondern er. Dahin. Rechnung bezahlen und, na, sage doch mal an. Und Post nehmen. So. 282.000. Aha. Nur nicht mehr. So. Ich würde sagen. Nein, nicht du! Menschenskinder! Engelhai fangen. So, wo bist du jetzt? Mülltonnen tauchen! Hast du Langeweile? Gartenpflege ist angesagt. Meine Herren, ey. Ist doch nicht feierlich hier. Zack, und schon ist das Auto weggebeamt worden. So. Dann würde ich sagen, spulen wir vor, bis sie soweit fertig ist. Moment mal, er jagt doch hier nach Engel rein, oder? Oder so. An so ein Puls. Okay. Gut. Kara küssen. Mhm. Verliebt umarmen. Aha, 250. Okay, spulen wir vor, bis er soweit fertig ist mit dem Ding. Dum, 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 dum. Aha, läuft. Okay, wie sieht's aus? Er muss am Dienstag arbeiten, sie nicht. Okay. Gut, dann würde ich sagen, mach mal weiter mit dem Spulen, bis sie soweit mit dem Jatten fertig ist. Und am Dienstagabend wird es dann so sein, dass er weiter... Oh, okay. Dass er weitermacht mit dem Angeln und sie dann entsprechend, ach nee, sie dann entsprechend, aha, zwei Engelhaie hat er schon, das ist schön, drei sogar so schon, super. Aber ich glaube, das wird nicht mehr ganz reichen bis zur Vollständigkeit. Aber vielleicht kriegt sie schon ihre weiteren Punkte auf Zufriedenheit. Okay,
Sie ist soweit fertig. Dann schauen wir mal. Ach Quatsch, nicht bei ihm. Bei ihr. 31. 11.000. Na, das dürfte nicht so ganz reichen, glaube ich. 90.000 und wie viel sind's? 200. Das gibt's auch nicht, oder? 300 fehlen nur da dran. Okay. Dann machen wir einmal das. Und einmal die Frucht des Lebens. Und dann haben wir's. Ja! Toll! 22.000 und wie viel brauchen wir? 20.000. Hübsch. Super grüner Daumen ist völlig gollig. Kaufen natürlich. Okay, wir haben es 1.38 Uhr. Okay, du hörst auf mit Angeln und gehst in die Koje. Oh ja, aber sowas von. So, mal gucken, was du schon im Inventar hast. 5 Engelhaie, na, ist da hübsch. Dann kann er ja bald die... Was will er hier haben? Einen wunderbaren Fisch der Gattung Engelhaie haben. Aha. Achso, ja, das haben wir ja schon. Hm. Gut, dann würde ich sagen... Sie kann dann am Dienstag... Vielleicht auch gleich noch... Ja, macht es gleich noch. Nee, Quatsch. Moment, brauche ich ja nicht. Momentchen, Meichen. So. Na, außer jetzt. Moment. Quatsch. So. Und sie holt jetzt das raus da. Öffnen. Ja, hier ist es. So. Ne, außer jetzt. So. Mehr. Okay, wird noch nicht. Dann würde ich sagen. Und danach der Limonenbaum. Was ist denn da los? Ei, die sind ja wieder eingegangen hier. Okay. Habe ich noch Limonen? Ja, einen Baum habe ich noch. Könnte ein bisschen mager werden. Limonen, Limonen, Limonen. Okay, klappt noch. Alles klar, Chef. Dann würde ich sagen, radieren wir mal die beiden aus. Beziehungsweise die vier. Und setzen die dann neu. Und zwar mehrere Pflanzen. Immer das da. Ja, das war da und da. Und das war definitiv Skype. Also sage doch, ey, das gibt's doch nicht. Also 1, 2, 3, 4 und Apfel, 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 Apfel. Warum mal hier keinen Apfel? Habe ich die mitverkauft? Also ein Mucks aber auch. Okay, ist in Ordnung. Den Apfelbaum, den können wir danach dann nochmal züchten. Jo. Gut, dann lassen wir es weiterlaufen, würde ich sagen. Und machen wir es so. Okay, spulen wir so ein bisschen vor. Bis er aufsteht. Arbeit beginnt in 3 Stunden. Okay, dann wird er jetzt aufstehen, schätze ich. So, ist sie wach geworden schon? Nee, die hat noch zu tun.
Na komm schon, Junge, steh auf. Du könntest einen Saft trinken. Dum 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 dum. Sobald sie. Ey, die gehen mir auf der Kette mit dem Schreiben da. Ich stelle bald den Ton ab. Von dem Skype. Oder ich melde mich bei Skype einfach ab, das geht ja auch. Ich muss machen. Unterbreche mal kurz und dann sehen wir uns gleich wieder. Jetzt sollten die Skype-Töne verschwunden sein. Hoffe ich. Dura, Aminana. The boodle do. Ah, back on the gulag. Gut, dann jetzt gleich zur Arbeit. Und dann sollte das kein Problem weiter sein. Die dann schon wieder mitgebracht. Mit anderen Wissenschaftlern fachsimpeln ist in Ordnung. Und sie wird dann erst einmal. Ne, Moment mal. Na doch. Dann wird sie einen Snack essen und zwar ein Müsli und danach wird sie sich wieder um den Garten kümmern. Und wir spulen erstmal vor, wollte ich gerade sagen, aber. Ich weiß nicht, was das gerade sollte, aber ist egal. So. Wobei. Den nehmen wir mal weg, stattdessen Gartenpflege da. Damit sie sich erst um den Apfelbaum kümmert und danach dann gleich logischerweise den anderen Apfelbaum hier pflanzen kann. Oder sehen kann, besser gesagt. Ladiki. So. Mädchen, wo rennst du? Achso. So, ja, stimmt. Bum, 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 bum. Post nehmen. Na, das kann er genauso gut, wenn er wieder zurück ist. Gut, spulen wir mal vor. Zum Apfelbaum und dann schauen wir mal nach, wie es mit dem Apfelbaum vorangeht hier. Holla, der ist auch hinüber, würde ich sagen. Okay, diesen dort und den da. Gut, dann. Drei Äpfel, na ist doch mal was. Mehrere Pflanzen, einen dorthin und einen dorthin. So. Gut. Dann können Sie den Garten weiter pflegen. Und das ist easy. Nun zu dir. Ich spule vor, bis du fertig bist mit deinem Job. Und da sie jetzt auch den super, super grünen Daumen hat, müsste das eigentlich recht gut vorangehen mit dem Wachstum der Pflanzen.
jedenfalls in Zukunft. Ei, ja, 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 ja. Okay, dann fährst du nach Hause und angelst Engelhai mit Katzenfisch. Gut. Und zwar machst du das so lange, bis ich sage, du kannst aufhören. Ich glaube, ich stelle hier dann noch einen Sprinkler auf. Cool. Neues Athletik-Fähigkeiten Level erreichen. 7 Fische hat er schon davon. Hübsch. Aber immer noch nur lecker, Alter. 8. Okay. Fehlen nur noch 2. Aber mit der Fähigkeit, da hapert es immer noch ein bisschen. Na toll, jetzt ist der Limettenbaum auch hinüber. Okay, Moment. Dann pflanzen wir da auch einen neuen. Pflanzen, und zwar dort. Gut. Was denn? Das war das schon, ist ja in Ordnung. So, du gehst erstmal eine Runde dösen. Und zwar bis Mitternacht. Ist das goldig? Na ja, gut, die riecht auch scheinbar ganz gut. Okay, Limette, dankeschön. Duschen gehen. Und danach würde ich sagen, da die Energie immer noch in Ordnung ist, kommt danach Lebensmittel einkaufen. Nee, Quatsch! Bin ich denn bescheuert oder was? Kommt danach das Pflanzen von, ich sag mal, 10 sollte eigentlich reichen, mehrere Pflanzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Und wir stellen einen Sprinkler auf. Ne, Moment. Achso, okay, hat sich erledigt. Gut, stellen wir einen Sprinkler auf. Wo ist denn der? Aktivitäten draußen, würde ich meinen. Jawoll, ja. Gut, dann würde ich sagen, wieder in den Live-Modus und
wenn sie das alles gemacht hat, dann würde ich sagen, spulen wir mal erstmal vor, so, zack. Gut, wie geht's ihm so? Energie ist noch recht am Ende, aber Upgrade, automatisches Gießen und aufstehen. Weil ich glaube, sie hat nicht die Fähigkeit Geschicklichkeit dabei. Genau. Doch, hat... Nee, ist er. Ich wollte gerade sagen, seit wann hat sie ihre Geschicklichkeit? Okay. Ladiki. Ja, ja, du mich auch. So. Spulen wir mal vor, bis er soweit durch ist hier mit dem Ding. Es war schade um die schöne Zeit, wegen dem Fisch. So. Des Grauens. So. Ach, das geht noch gar nicht. Warum geht das noch nicht? Na gut. Na gut, okay. Können wir machen. An sich soll es auch erstmal das gewesen sein. Glaube ich. Ja. Lassen wir damit erstmal enden. Gehen wir wieder zurück und ich denke mal am Donnerstag oder so wird er sich um, also in der Nacht vom Mittwoch zum Donnerstag, wird er sich um die Fische des Grauens kümmern. In der Zwischenzeit dann erstmal das Buch entsprechend lesen. Ich glaube, das hat er nämlich noch nicht. Mal gucken. Oh, toll. Wieder mal 12.000, ist doch schön. Tja, wo Bella ist, weiß ich auch nicht. Aber das ist ja auch nebensächlich erst einmal. Demnach hat er das Buch schon gelesen. Egal, öffnen. Mal gucken. So. Aha. Ja. Demnach müsste er das eigentlich machen können. Okay, dann versuchen wir doch noch. Vergiss es, Junge. Du fährst erstmal dahin. Köder wählen. Und zwar den da. Gut. 12.050. Verstehe ich jetzt zwar nicht ganz, aber ist egal. Ach so, bestimmt wegen der, klar, wegen der Geldbörsen. Na gut. Junge, fahre, mach Lack, Junge. Sieh zu. Etappe ist kurz. Um 5 Uhr ist Feierabend mit Angeln. Mann, wo bleibst du denn? Ehrlich jetzt. Auf jeden Fall fährt er den Schwarz, das finde ich cool. So. Okay. Ja, mit den Gespenstern hat's umsonst. Ey! Sag mal! Angelst du mal oder was? Der Tag ist kurz hier noch, Junge!
dich jetzt abschrecken lässt, klatscht das, ey. Das ist mal klar. Wenigstens einen Engelheil will ich hier kriegen. In. Ist das? Ja, na, ist doch was. Was ist das hier? 20 Objekte verbessern. Habe ich überhaupt so viele? Was ist das? Ambrosia zubereiten. Aha. Ich sagen diesen und diesen. Der dürfte wohl normal sein, dachte ich mir. Was aber auch normal, was aber auch egal ist, so rum. Okay, wenn du jetzt nicht in ein Land ziehst, dann wird das wohl nicht mehr. Okay, ab nach Hause, Junge. Wow, ein Grabstein, der sich bewegt, ist ja auch Hammer, aber. Aber immerhin, ein Fisch des Grauens haben wir schon. Gut, das soll es dann erstmal gewesen sein. Er kann sich in eine Koje schwingen. Nee. Schlafen gehen. Und ja, wie gesagt, soll es das erstmal gewesen sein mit dieser Folge. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like. Wenn ihr zufällig über diese Folge gestolpert seid und euch die Folge gefallen hat, freue ich mich auch über ein Abo. Wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, freue ich mich auch darüber. Und ansonsten, wenn ihr wollt, bis zur nächsten Folge und ich sag dann mal tschüss. Auf jeden Fall bin ich echt froh, dass ich endlich einen Fisch des Grauens gefunden habe, beziehungsweise gefangen habe. Und ja, in der nächsten Folge machen wir entsprechend weiter. Und dann sehe ich zu, dass das hier ein Zuchtteich für Fische des Grauens wird, in dem Sinne, zumindest sofern der Tipp funktioniert aus dem Internet. Dass wenn man da 10 Fische der Gattung Katzenfisch, Engelhai und Fisch des Grauens hat, dass man da quasi die ganze Zeit über den Fisch des Grauens angeln kann. Ob es funktioniert, werden wir bald sehen. Ich weiß noch nicht, ob in der nächsten oder in der übernächsten Folge, aber auf jeden Fall werden wir es herausfinden. Also dann, ciao!